Mein Name ist Tamara Pinterich und ich mache gerade mein Doktoratstudium an der Universität Wien, Fakultät für Physik, in der Gruppe Umwelt- und Aerosolphysik. Unter Aerosolen versteht man ein Gemisch von feinen Teilchen und Gas, wobei, wenn ich von feinen Teilchen spreche, dann meine ich Teilchen, deren Durchmesser von einem halben Nanometer bis hin zu 100 Mikrometer variieren kann. Ich wollte immer schon wissen, was es mit dem Klimawandel auf sich hat und wie wir Menschen unser Klima beeinflussen können. Deswegen habe ich mich für das Forschungsgebiet Aerosolphysik entschieden, um dadurch Wissen über die Vorgänge in unserer Natur zu erlangen. Dementsprechend verschieden verhalten sich auch Aerosolpartikel. Abgesehen davon, dass sie in unterschiedlichen Größen vorkommen, können sie auch sowohl fest als auch flüssig vorkommen. Wissenschaftskommunikation ist für mich deswegen so ein wichtiger Punkt, weil ich der Meinung bin, dass die Bevölkerung sich aufgrund von Wissen ihrer Meinung bilden sollte und nicht aufgrund von Schlagzeilen, die in den Medien breitgetreten werden. Meine lieben Damen und Herren, haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie unsere Welt aussehen würde, gäbe es keine Wolken? Nun, zunächst einmal vielleicht ein ganz netter Aspekt, täglich strahlend blauer Himmel. Die Sonnenstrahlen könnten ungehindert zu uns auf die Erdoberfläche aufdringen und würden dort zu einer Erwärmung führen. In der Nacht hingegen würde die Wärme, die wir ständig abstrahlen, direkt ins Universum gelangen, ohne von einer schützenden Wolkendecke bei uns auf der Erdoberfläche zurückgehalten zu werden. Nun, was hätte es noch für Folgen, gäbe es keine Wolken? Es gäbe keinen Schnee, es gäbe keinen Regen, der gesamte Wasserkreislauf unserer Erde würde zusammenbrechen. Der Grundwasserspiegel würde dramatisch sinken und das hätte zur Folge, dass die größten Sauerstofflieferanten unseres Planeten, die Wälder, in der Form, wie wir sie heute kennen, einfach nicht mehr existieren könnten. In weiterer Folge hätte das natürlich auch negative Auswirkungen auf uns Menschen und auf die Tiere. Zusammengefasst können wir also froh sein, dass wir Wolken haben. Da wäre es doch interessant herauszufinden, wie Wolken überhaupt entstehen. Nun, dazu möchte ich Ihnen zunächst einmal sagen, dass Wolken aus Wolkentröpfchen bestehen. Aber nicht etwa so große Regentropfen, wie wir sie kennen, nein, die Wolkentröpfchen haben einen Durchmesser, der circa der Dicke unserer Haare entspricht. Und da Tropfen im Allgemeinen aus Wasser bestehen, werde ich jetzt hier einmal Wasser in meine Flasche hineinfüllen. Doch das Wasser, das Wolkentröpfchen bildet, ist kein flüssiges Wasser, so wie ich es jetzt hier hineingeschüttet habe, sondern wir brauchen Wasserdampf. Deswegen schraube ich die Flasche jetzt zu und das Wasser, das sich am Boden der Flasche befindet, wird verdampfen und innerhalb der Flasche einen gewissen Wasserdampf erzeugen. Neben Wasserdampf brauchen wir unbedingt auch noch Partikel. Feine Nanopartikel, die noch mal tausendmal kleiner sind als Wolkentröpfchen, die wir also mit unserem freien Auge gar nicht sehen können, aber ohne die es keine Wolkentröpfchen gäbe, da ansonsten der Wasserdampf an keinen Partikeln ankondensieren könnte und somit zu sichtbaren Wolkentröpfchen anwachsen könnte. Ein gutes Beispiel, was passiert, wenn es keine Partikel ist: Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Winter am Christkindlmarkt, trinken einen Glühwein und der dampft. Sie sehen den Wasserdampf aufsteigen. Gehen Sie allerdings mit dem Glühwein auf die Antarktis, wo es auf keinen Fall wärmer ist als bei uns im Winter, aber die Luft viel reiner ist, wird der Glühwein sehr wohl verdampfen, aber man sieht den aufsteigenden Wasserdampf nicht. Man sieht ihn deswegen nicht, weil das verdampfende Wasser keine Partikel zur Verfügung hat, an die es ankondensieren kann und dann zu sichtbaren Tröpfchen anwachsen kann. Nun halten wir jetzt auf der Antarktis neben unser Glühweinheferl ein brennendes Streichholz und erzeugen somit Partikel, dann werden wir den Wasserdampf aufsteigen sehen können. Dasselbe mache ich jetzt hier mit meiner Flasche. Ich produziere Rußpartikel, werfe die in die Flasche hinein und wir schauen mal, was passiert. Immer noch keine Wolke. Woran könnte das wohl liegen? Nun, denken Sie mal darüber nach, wo befinden sich Wolken denn? Die befinden sich weiter oben in unserer Atmosphäre. Und jeder von Ihnen kennt sicherlich das unangenehme Gefühl, wenn man mit dem Flieger aufsteigt, das Ohrenstechen.
Woher kommt das? Ja, das kommt daher, dass der Druck sinkt, wenn man weiter nach oben aufsteigt, eben dorthin, wo die Wolken sich befinden. Könnte das jetzt vielleicht der auslösende Faktor sein, der die Wolke bei uns in der Flasche entstehen lässt? Probieren wir es mal aus. Wir haben jetzt hier Wasserdampf, wir haben Partikel, ich drücke die Flasche zusammen, lasse los, wodurch der Druck abfällt und wir schauen, was passiert. Sie sehen, der Laserstrahl wurde sichtbar, weil Wolkentröpfchen in der Flasche entstanden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie waren soeben live dabei, wie ich auf der Bühne des Technischen Museums mit Hilfe eines Streichholzes, Wasser und einer Plastikflasche eine Wolke erzeugt habe. Dankeschön.